Ja moin und willkommen zurück zu XCOM 2 War of the Chosen, wo wir in der letzten Folge den letzten Chosen gekillt haben. Die Folge rendert auch gerade ganz fleißig im Hintergrund. Ich hoffe, dass die Performance nicht einbricht, aber sollte mein PC noch irgendwie schaffen. So, ja, die Mission lief generell ziemlich gut. Also ich wüsste nicht, was da, also, ne? Granny ist ein bisschen angeschlagen, aber die erholt sich schon wieder. Ja, der Jude Papa Blattsucher hat natürlich auch ein bisschen was abbekommen. Die beiden sind auf verdeckten Aktionen. Also alles in allem lief das. Gucken wir mal, was das so hier auf der Landkarte ausgelöst hat. Vorratslieferung verfügbar. Okay, da, keine große Inszenierung. Die Verlorenen sagen jetzt auch nicht, ach ja, jetzt hier ganz wichtig. Nö, die Verlorenen, die Ältesten meine ich. Dass die Ältesten jetzt nicht sagen, oh, ihr habt alle getötet, wie könnt ihr nur... Nee, dann würde ich sagen, greifen wir diese Einrichtung an. 3. Ist 1 oder ist 3 das Schlimmste? Zählt das runter oder zählt das hoch? Ich greife mal diese Einrichtung an. Einfach, weil wir es können. Und bevor die da irgendwie fertig wird und wir am Ende in Not sind mit dem Avatar-Projekt, ne, machen wir mal weg die Einrichtung und dann ist gut. So, landen. Wir haben ja noch genug Leute zur Verfügung, um die Einrichtung wegzumachen. Und die Einrichtungsmissionen sind ja jetzt auch nicht so schlimm. So, einmal ihr alle bitte weg. Dann, wen möchte ich mitnehmen? Müde. Das heißt, die hier oben alle nicht. Das ist bitter. Ach ja, wir können ja auch leicht Verwundete mitnehmen. Ah, schade, dass Broski nicht leicht verwundet ist. Er ist noch komplett verwundet. Das heißt, wir nehmen tatsächlich Papa mit. Ein HP weniger. Ach komm. Wen nehme ich selber mit? Wir können auch den Spark mitnehmen. Koda ist auch noch dabei. Ach, Koda ist müde. Aber mein Koda ist nicht dabei. Schade. Aber Broski möchte gerne mit. Bushi wäre auch noch am Start. Können wir eigentlich auch mitnehmen. Gut, dann eine Person noch. Ja, können wir von mir aus auch unseren Psy-Boy mitnehmen. Oder Psy-Girl. Warte, wie heißt du überhaupt? Margus Alvarez. Alvarez. Könnte männlich sein. Ich da, warte, hä? Bist du... Julia, ah, okay. Das ist dann sehr wahrscheinlich weiblich. Obwohl aus Portugal, Portugal, ist Julia wahrscheinlich auch ein weiblicher Name. Okay, hätten wir das auch geklärt. Papa, rein mit dir. So, ich selber habe jetzt nicht meinen schicken Spinnenanzug mit, Spinnenanzug, meinen schicken Dingsbums, Schlangenanzug, genau. Aber das ist auch nicht so wild, da Stöpsel nicht dabei ist, können wir auch mal seine Waffe mitnehmen. Und dafür können wir erstmal alle, die nicht dabei sind, geben mal ihre Sachen ab. So, dann nehme ich mal genau seine Death Gun mit. Ich brauche keinen Warnzug, ich brauche sowas alles nicht. Ich brauche einen Energie-Schattenhüter, ich brauche Bluescreen. Nein, ich brauche Bluescreen-Geschosse. Dankeschön. Ich brauche, ja, von mir aus noch ein Imitationsgerät. Gut, hätten wir das schon mal abgeklärt. Mein Jutta Julian. Nimm's gerne auch die Schreidersturmkanone mit. Da sind wir auch immer noch am Erforschen, damit wir diese andere Kanone mitkriegen, die halt so um die Ecken schießen kann und so. Aber da sind wir dran. Dann. Ja, Säurekanone. Ein War-Anzug. Und ich glaube, das hat es übrigens gefixt. Das will ich mal auf eine Mission mitgeschickt haben. Weil wenn wir den jetzt eher ausziehen, dann hast du trotzdem noch deine Arme. Interessant. Du musst es nur einmal auf eine Mission und dann geht's alles wieder. Ist ja, ne, kann man machen. Okay. Normale Splittergranate oder irgendwas anderes. Ich glaube, du nimmst mal die Frostbombe mit. Und Bushi. Bushi kann genauso Bushi bleiben. Ja, was machen wir denn mit dir jetzt? Nimmst du auch mal einfach den Plasmabolzenwerfer mit, weil, ne, was Besseres weiß ich jetzt auch nicht. Kannst dann auch noch ein Suchgeschoss mitnehmen und nimmst nur noch zur Not ein Medikit mit. Nur damit wir, ne, zur Not noch eins dabei haben. Gut, und dann stapfen wir hier mal los. Und wir heben ab. Und landen wieder. Einsatz starten. Puh. Ich bin, wie ich schon in der letzten Folge angedeutet habe, relativ traurig, dass dieses Let's Play jetzt bald vorbei ist. Es ist noch ein bisschen was zu tun, aber es geht jetzt echt auf den Endspurt zu. Wir haben noch so ein paar lose Fäden, die wir jetzt noch machen müssen. Diese Schattenkammer-Mission, die Endmission. Hier und da vielleicht noch ein bisschen Kontakt herstellen, aber sonst so groß im Ganzen. Schwierig. Schwierig. Ich hoffe natürlich, dass ihr trotzdem auch bei meinen nächsten Projekten dann dabei seid. Und ich habe gerade übers Mikro gestreichelt. Ich hoffe, das hat man nicht allzu sehr gehört. Da war nämlich Staub drauf. Ich dachte, hey, streich sie mal da drüber, während du am Reden bist. Super clevere Idee.
Und so langsam könnte der Central mich auch mal unterbrechen. Weil so langsam geht mir der Stoff zum Reden aus. Central, übernimm noch mal das Mikro. Wie wär's, dann kann ich hier nämlich den Staub runterwischen. Aha. Hat uns auf eine Alien-Einrichtung hingewiesen, die Forschungen für das Avatar-Projekt durchführt. Wir rücken aus, um die Einrichtung zu zerstören und ihre Fortschritte zu verlangsamen. Begeben Sie sich zur Zielposition, platzieren Sie die X4-Ladungen und rücken Sie zum Evakuierungspunkt vor. Sobald Sie daraus sind, jagen wir die Einrichtung ein für alle Mal. Machen wir gar kein Problem, mein Mikro ist wieder staubfrei, überhaupt kein Ding. So, dann kommt mal schön runter. Oh mein Gott, dieser Skelettanzug von mir, der ist aber episch. Uiuiui. Ja, du holst dir nochmal kurz den Fokus weg. Minus 1,5, Zielkoordinaten eingegeben. Yes. In Position und platzieren Sie die X4-Ladung. Oh, wir sind verborgen. Schön. Das ist ja erstmal angenehm. Erstmal sehr, sehr angenehm. So, spurten mal nach vorne, sehen direkt jemanden. Ja, alles klar. Okay, da vorne sind ein paar Boys. Denen sagen wir dann auch noch nicht Hallo, sondern gehen mal ganz gedeckt. Ach, wir haben wieder eine Schilde. Ein Elite-Lanzenträger. Haben wir wieder dabei. Wunderbar. So, Papa kann auch hier vorne dran spurten. Ist ja alles hier, bleibt ja in der Familie. So, hier, da. Oh, oh. Deckst du noch irgendwelche weitere Leute auf oder wirst du aufgedeckt? Aber da vorne. Okay, nee, du hast nur noch eine weitere feindliche Patrouille gefunden. Okay. Dann bleibst du erstmal noch da vorne. Bushi. Geht mal da vorne in Richtung dieser feindlichen Patrouille, damit du dich um die kümmern kannst. Und Bauski ebenso. Ja, ja, bitte da. Ja. Da. Spiel, lass mich an diesen Stein. Okay, jetzt. Irgendwie wollte unser Spieler gerade da nicht dran lassen. Und im Hintergrund rufen die ganze Zeit so, das hört sich so gruselgeisterartig an, ne? So, ist hier Gruselwald oder was? Mach's mir keine Angst, XCOM. Jo, Tatsache, im Hintergrund hier ist echt so atmosphärische Soundsamples drüber. Meine, oh, hört mal auf, hier so rumzurufen. Was ist denn da los? Ganz ruhig. Echt ein spukiger Wald hier. Ja, und die verschwinden einfach mal im Nebel. Und da kommt eine Taube. Angenehm. Alter, hier, was ist denn das hier für ein Düsterwald? Hier ist auch eine Hexenhütte noch dabei. Was ist denn da los? Okay. Immerhin sind keine Kinder im Ofen, weil hier kommt oben kommt kein Rauch. Da oben kommt kein Rauch raus. Sprechen muss gelernt sein. Okay, können diese Soundsamples jetzt mal aufhören? Meine Kopfhörer, die projizieren das nämlich hier hinter meinem Kopf. Und das ist sehr unangenehm. Wollen wir das Ganze mal öffnen? Ich meine, wir haben jemanden mit einem leeren Spalt. Vielleicht wäre das auch eine ganz gute Idee, das damit zu öffnen. Ja, doch, komm, gönn dir. Let's go. Sie können der Leere nicht entkommen. Yes. Und es war eine weibliche Stimme, also eine weibliche. Ich meine, Julia hatte ich schon vorher gedacht, dass der Name weiblich ist, aber sicher kann man sich ja da heutzutage niemals sein. Wenn sie sich als Teelöffel identifiziert, ist er ein Teelöffel. Okay. Gedankenkontrolle widerstanden. Schade, aber in Panik. In Panik ist gut, weil dann macht sie nämlich ordentlich Boom. Oder schießt zumindest auf den Kollegen meist. Komm, nochmal hier. Gedankenkontrolle widerstanden. Schade, aber auch desorientiert. Okay, gut. Die sind beide so gut wie tot. Er ist in Panik und knallt seinen Kollegen fast über den Haufen. Shit. Naja, war schon generell gut genug. Betäubungslanzenträger kann dann hinrennen und einen wegmachen. Diese 70%igen Chancen, die trifft die irgendwie sehr selten. Aber wir hoffen einfach... Wir hoffen einfach gar nichts mehr. Wir sollten einfach gar nichts mehr hoffen. Hoffen ist nicht mehr drin bei uns. Ist einfach, Hoffen ist ausverkauft. 95, aber da können wir hoffen. Jawohl! Die neue KI hat echt bis jetzt alles getroffen, was man so treffen kann. Ja, Papa sucht sich mal hier, geht erstmal rauf aufs Dach. Und klatscht ihn da vorne weg. Ich bin ja froh, dass die da hinten, die zweiten Soldaten, die wir gefunden haben, noch nicht von uns was mitbekommen haben. Das heißt, wir können die ganz gediegen noch warten und die einfach mit dem Feldposten abfangen. So, Bauski kann vielleicht noch ein Stückchen näher ranlaufen, weil die kommen ja wahrscheinlich gleich wieder hier rangelaufen. Oh, wen siehst du denn? Ach ja, jetzt kommen! Natürlich, natürlich. Und da oben, oh, da oben sehe ich jemanden ganz grazil stehen. Oh je. Aber wir haben ja, ich habe ja Bluescreen geschossen mit. Das heißt, mit einer Schussserie könnte ich auch diesen Sektopoden wegklatschen.
Oh, hier da oben. Bitte, bitte, lass den jetzt nicht aber auch noch aus, ne, also, ne, ausgelöst haben. Die drei reichen mir gerade. Blitzschnelle Reflexe, ja. Schön. Ja, ich höre ihn da oben stampfen. Aber er scheint nicht ausgelöst worden zu sein. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Okay. Wir haben auch nur noch Bauske über. Ruptur. Ruptur macht nicht ganz so viel Schaden. Ich bin ein Freund von dieser Frostbombe. Wenn wir zwei Leute hier erstmal einfrieren können, haben wir viele Probleme weniger. Und das machen wir auch. Zack. Gut. Gut, zwei Leute eingefroren und der letzte wird wahrscheinlich einfach nur schießen. Aber das halten meine Leute aus. Das halten sie aus. Bauski hat drei Rüstungen, auf denen wird er, denke ich mal, schießen. Ja. Ach, er trifft sogar nicht mal. Nee. Die können ja gar nichts. So. Dann nähern wir uns mal dem Ganzen mit mir selber. Können einmal blitzschnelle Hände machen. Auf ihm. Oh, diese Rüstung sieht aber auch schick aus. Zack, 12 Schaden. Stimmt, das ist ja auch so ein Roboter. Dann können wir mit Schattenfall ihn töten. Oder ihn töten. Ich würde sagen, machen wir ihn mal weg. Hm, der steht nicht wieder auf. Gut, da bin ich erstmal verborgen. Alles klärchen. Bauski. Hast hier keine Deckung. Das ist aber nicht so wild. Ich höre ihn da oben immer noch rumstapfen. Ich hoffe, wir lösen den nicht auf. Fuck. Mein Plan für diesen Boy hier war, dass ich mit der Schussserie mit mir selber da einfach draufballer. Aber jetzt habe ich schon was gemacht diese Runde. Das Einzige, was mir übrig bleibt, ist einfach hier eine Frostgranate drauf zu werfen. Aber der kann die ja sowieso eine Aktion verlieren und dann sich wieder auftauen. Also ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Julian ist auch am anderen Ende der Map und wird da gar nichts reißen können. Könnte mit der Übersteuerung hier hinlaufen, hier ans Dachende. Das könntest du machen. Du läufst einfach nach hier, nee, du läufst nach hier unten mit der Übersteuerung. Ja, du läufst mit der Übersteuerung nach da unten. Ja, da, nimm die Energie. Und... ich glaube, hier vorne kannst du ja noch... Da dürftest du hinlaufen können. Und dann machst du die Schreddersturmkanone und ballerst einfach alles weg. Kannst du jetzt noch benutzen. Ah, du hast das Geschütz noch ausgelöst. Nicht ganz so schlimm. Nein. Oh mein Gott, das war nicht mehr in dem Übersteuerungsding drin, dieses Feld da vorne. Oh, Kacke. Oh nein. Oh nein. Oh shit, das läuft gerade alles aus dem Ruder. Das läuft alles ganz dezent aus dem Ruder. Wir schicken dich mal ohne Deckung nach da vorne. Solange du da zwei Leute siehst, ist mir das eigentlich gut genug. 90. Und 80. Wen haben wir denn noch über? Wir haben nur noch euch. Und den Elite-Lanzenträger. Eine Beherrschung wäre auch ziemlich Sahne. Wir können ihn einfach beherrschen. Ich glaube, das ist auch gut. Ja, das ist auch gut. Dann hat nämlich Edwin noch dieses Ziel da vorne. Da, auf den können sie nämlich noch drauf schießen. Der Elite-Lanzenträger wird ja wahrscheinlich eine übel schlechte Trefferchance haben. Aber immerhin hasse da eine. Und dienst vielleicht ein bisschen auch als Zielscheibe, weil der ohne Deckung steht. 60. 60 ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja, doch, immerhin. 6 Schaden. Wow. Generell auch ziemlich gut. So, du hast ja noch einen Plasma-Blaster. Mit dem könntest du irgendwas wegblasten. Aber ich möchte Bauski nicht nochmal verlieren gegen einen Sektopoden. Das heißt, ich werde dich da gleich wegbewegen. Oh, Übernahmeprotokoll. Übernehm doch mal den Boy da vorne. Das wäre mir ganz lieb. Sollen wir das versuchen? Ah, du siehst den... Ja, wir müssen... Aber ich denke mal, dass wir den da übernehmen können. Du gehst jetzt mal ans Dachende. So, jetzt versuchen wir nochmal das Übernahmeprotokoll. Jetzt dürfte das... Jawohl, jetzt geht es auch auf ihm. Komm schon. Lass es gute Chance sein. Oder einfach nur ausschalten. Ausschalten für ein, zwei Runden wird uns schon hier wirklich was bringen. 55. Bei Fehlschlag erhöhte Werte auf Zielsicherheit und Verteidigung. 50-50. Komm schon. Yes! Spannend. Meine Güte. Ausgezeichnete Arbeit.
mein guter Papa. Ausgezeichnete Arbeit. Oh. Hat uns einiges erspart. Einiges erspart. So, den können wir anballern, den können wir anballern, ihn können wir anballern. Oder ihn. Ne, du ballerst mal ihn an, weil du da die Chance hast, ihn noch zu töten. Bei 78%iger Trefferchance. Nicht getötet. Schade drum. Bushi. Ach, Bushi haben wir auch noch. Stimmt, dann kann Bushi mit den blitzschnellen Händen natürlich den Mac töten. 66, komm schon. Yes. Nice. So. Dann rennst du direkt mal weiter zu ihm hier vorne. Und springst ihm ins Gesicht. Du kannst ja danach einfach ganz easy parieren. Zack. Und da hinten steht noch einer, sehe ich gerade. Oh. Oh, oh, oh. Er ist natürlich etwas ungünstig. Du parierst trotzdem mal. Denn, ne, und so machen wir einfach. Er rennt weg. Gut, das heißt, er kann sowieso nicht mehr schießen. Er leidet ja unter der, er kann auch schießen. Nevermind. Nevermind. Ich sag grad, oh, Hilfe, Schluck auf. Ich dachte gerade taktische Analyse, er kann dann nicht mehr schießen. Oh, Hilfe, Schluck auf. Meine Güte. Okay, Bushi ist gedodged. Wunderbar. Und damit haben wir auch diese Runde überstanden. Oh, ein Traum. Wir haben es echt geschafft. Wow. Da bin ich überrascht. Ist das richtige Wort. Echt überrascht. Du rennst erstmal nach da oben. Das klingt machbar. Das ist schön. Da würde ich ganz gerne erstmal die Rüstung wegmachen. Bushi könnte natürlich auch irgendwo rumrennen und zum Beispiel ihn einmal anhitten, aber hast dafür nicht genug Schaden. Könntest aber vielleicht, wenn du ihn da unten anhittest, mit dem richtigen Winkel... Nein, kommst du halt nicht hinter ihn, damit du den da hinten auch noch töten kannst. Kannst aber das hier machen. Kannst danach allerdings nicht mehr parieren. Hm. Puh, das macht halt hier ein bisschen... Zerschreddert ein bisschen Rüstung. Wir werfen einfach mal eine Säuregranate hier oben drauf. Treffen wir auch beide? Oh ja, wir können auch beide treffen. Ich wollte ihn da unten und ihn da oben treffen. Ja, ja, nein, nein. Ich bewege ihn aus Minimal übrigens. Minimal, komm schon, ich hatte gerade beide. Ich bin mir sicher, ich hatte gerade beide irgendwie im Visier. Ja. Oh, huh. Ha, dann kann Bushi den da unten nämlich trotzdem töten. Ach nee, dann ist er noch verätzt. Ah nee, du bist gegen Ätzen und Gift und sowas ja immun. Das heißt, ich glaube, du wirst gar nicht verätzt. Meine ich zumindest. Ich hoffe, das hilft auch gegen Verätzen. So, schauen wir nochmal, ob Bushi den jetzt da unten... mach mal hier. Nein, nein, nein. Da, ja. Wirst du verätzt? Nein, wirst du nicht. Gut, dann mach weg. Gut, ja, du bist immun. Wunderbar. Gut gemacht, gut gemacht. Dann kannst du einmal stehen bleiben und einfach mal parieren, denn ich denke mal, du wirst einfach den Schuss von ihm hier vorne blocken, sofern wir ihn diese Runde nicht mehr töten. Genau, einfach blocken. Bowski könnte dann natürlich auch noch die Plasma Blaster benutzen. Ich denke, das machen wir auch einfach. Wir ballern alles rein in den Boy. Hm, vielleicht wäre es auch sinnvoller... Nee, nee, wir ballern rein. Oh, whoops. All in. Wie bin ich denn jetzt auf Escape gedruckt? Hä? Okay, egal. 9 Schaden. Gut. Aha. Aha. Das ist eine schwierige Wahl. Das lassen wir vielleicht erstmal so. Ich selber kann jetzt eine Schussserie auf den Boy starten und mach den einfach weg. 1, 2, 3. So war das auch gedacht. Wunderbar. Es verbraucht nur eine Aktion. Ist ja dumm. Einfach nur komplett dumm. Huiuiui. So, Schreddersturmkanone. Ja, auf jeden Fall. Das macht ja hier auch das Dach ein bisschen weg, ne? Dann heißt das Geschützturm ist einfach tot. Nein, es hat das Dach nicht weggemacht. Alles um den Geschützturm rum, aber nicht den Geschützturm selber. Oh, ich glaube es nicht. Oh, ich glaube es nicht. Oh ja. Oh ja, dadurch verätzt du gleichzeitig. Also, kriegst einen Säurebrand und stirbst dadurch. Weil dich brauchen wir auch sowieso nicht mehr nächste Runde. Ich glaube, das macht 2 oder 3 Schaden. Das heißt, dann bist du auch weg. Angenehm. Dieser Boy sieht hier das Geschütz. Dann gehen wir da hin. 70. 70 ist gut. 70 reicht. Nice. Okay. Das wären hier diese Gegner. Jetzt müssen wir nur noch das X4 platzieren. Ein Träumchen. Ach, Papa, haben wir diese Runde gar nicht gebraucht. Dann kannst du dich mal hier rüberschwingen. In der Hoffnung, dass du keinen neuen Gegner aufdeckst. Bitte keinen neuen Gegner aufdecken. Okay, nur das X4. Ja. Ja. Okay, wunderbar, dann bleibst du da.
Gut, haben wir auch bislang gut gelöst, finde ich. Er ist gestorben, kein Ding, war sowieso nur, ne, als Zielscheibe. Okay. Gut. Ja, nö, sieht gut aus. Dann kann Bushi sich mal langsam, Sebastian Blattsucher, mal sich hier ranschleichen. Wen haben wir da noch? Oh nein, ich sehe den Schimmer von so einer Kugel. Oh nö. Oh nö. Zwei Arche und so eine Kugel. Oh, kommt wenigstens hier ordentlich durch. Ah, das ist nicht weit genug. Die anderen sehen das nicht. Ah, die anderen sehen das doch nicht. Erster Hieb ist erstmal jemand einzufrieren. Hm. Ja, wenn wir einen Archon einfrieren, wäre das schon ganz nice. Och, gut. So, jetzt haben wir erstmal nur noch zwei Gegner diese Runde. Hm, Kondensatorentladung. Wäre auch ziemlich solide. Roboter erleiden mehr Schaden. Ist natürlich auch sehr, sehr angenehm. Können wir alle drei erwischen? Nein. Das heißt, wir erwischen die beiden damit. Das ist gut genug. Das ist gut genug. Ich bin positiv in der Annahme, dass wir diese Kugel diese Runde töten können. Roboter-Einheiten erleiden mehr Schaden. Ja, das waren jetzt drei Schaden bei dir. Ich meine, du hast auch sechs Rüstung, aber trotzdem. Du siehst nichts. Kommt deine Lanze hier weit genug? Nee. Kannst du irgendwas in die Luft jagen? Immer nur noch den da vorne. Du gehst mal da vorne dran, in der Hoffnung, dass deine Lanze dann eventuell weit genug reicht. Das ist auch ein sehr schöner Ausdruck, den ich nicht wiederholen möchte. Ja. Reicht. Alles, was wir brauchen. Baller rein. Wir müssen so viel Schaden in dieser Kugel machen wie möglich. Diese Kugel macht nämlich deutlich so viel Schaden. Und ich möchte... Oh, 10. Wunderbar. Ich möchte, dass Papa da vorne gerne noch überlebt. Liegt mir tatsächlich relativ viel dran. Elite. Boy. Könntest du zu dem oder zur Kugel? Ne, du rennst mal da vorne hin. 55%ige Trefferchance und dann noch eine Chance, dass du ihn betäubst. Also, ist ein Traum. Wenn du ihn noch betäuben könntest, wunderbar. Aber erstmal treffen wir die erste Devise. Okay. Gestreift. 5 Schaden. Ist okay. Ist okay. Ich kann mich nicht beschweren. Julian. Geht mal hier an der Ecke. Du schredderst ja auch Rüstung mit deiner Muni. Das heißt, 90 Trefferchance auf ihn, 72 auf ihm. Das ist mir gut genug, 72. Das machst du mal. Gut. Sollten wir auch immer zuerst machen, diese Rüstung schreddern, aber naja. Naja. So, ich mit meinem Bluescreen geschossen, sollte eigentlich auch irgendwie so nah wie möglich dahin gehen. Hab leider keine Fähigkeiten mehr über. Ist ein bisschen mies, aber ich mach trotzdem, denke ich mal, mit einem Schuss sehr, sehr viel Schaden. Mit Konfrontation könnte ich beide hitten, könnte sogar einen töten. Ja, dann mach doch mal die Konfrontation. Zack dich, da haben wir die Kugel angehittet. Zack dich und den Archon. Immerhin beides getroffen. Nicht getötet, aber getroffen. So, jetzt haben wir nur noch relativ wenig Schaden, den wir an der Kugel machen müssen. Da reicht vielleicht auch ein Pistolenschuss von Bushi oder Volt. Volt würde auf jeden Fall reichen. Vielleicht sollten wir das auch auf jeden Fall machen. Ja, das ist ein sicherer Kill. Doch, machen wir. Hundertprozentig. Bevor wir mit der Pistole irgendwas machen. Oh, und ist sogar, hat die hier sogar noch verbunden. Ein Träumchen. Gut, dann haben wir nur noch Bauski über. Ja, den schicken wir mal nicht nach da oben, denn ich möchte nicht, dass du dich verätzt. Dann rennst du einfach langsam außen rum. Kannst ja hier bestimmt irgendwo eine Wand hochkrabbeln. So, du bist noch gefroren, du bist desorientiert und leidest unter der taktischen Analyse. Mach's also nicht allzu viel. Schießt Papa Blattsucher an. Mal gucken, ob er trifft mit seiner Desorientierung. Nö. Nö, den kann man auch nicht treffen. Nur mal so als Tipp. Das geht nicht. Gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich selber kann mit der Pistole noch mal ein bisschen eskalieren. Batz. Leider sind das keine roboterischen Einheiten, aber ich mache ja trotzdem mit der Pistole ganz gut Schaden. Und Nummer 2. Oh, sogar kritisch. Nice, dann hat er noch ein, zwei Leben. Julian, ja, doch, dann renn noch mal hin und knall ihn weg. Hup. Alter Schwede, das spürt man richtig im Magen, ey. Oh. Okay. Und Bauski kann auch hinlaufen. Ach, jetzt habe ich Bauski schon hingeschickt. Jetzt kann ich ihm auch eigentlich den Kill geben. 71, solltest du schaffen. Nee. Okay, nicht erwischt. Nee, nicht so wirklich. Aber wir haben ja noch Bushi am Start. Der hier ganz gediegen. Weg ist der Lachs. Dann müssen wir jetzt noch einen Soldaten da vorne hinschicken zum Hacken und dann haben wir das auch geschafft. Können wir den Vize-Soldaten eigentlich? Ich weiß es gar nicht. Obwohl, ja, for Science können wir es mal versuchen.
Mal schauen, ob du hacken kannst. Ja, kannst du. Teil des Systems, um Advent immer mit frischer Verstärkung zu versorgen. Bei den Aliens ist alles nur ein einziges großes Experiment. Das sind allerdings wahre Worte, Central. Wahre Worte. Gut. Status bestätigt. X4-Ladungen sind scharf. Begeben Sie sich unverzüglich zum Evakuierungspunkt. Machen wir. Machen wir den Evakuierungspunkt hier vorne hin. Und da kommt sogar Bauski noch rein. Ich meine hier Julia. Papa kommt da natürlich auch rein, kann hier an der Ecke. Du kommst auch hier vorne hin. Dann der Elite-Lanzenträger. Weiß nicht, ob wir den unbedingt hier mitnehmen müssen, aber er passt auch da rein. Und das war's dann auch mit euch. Dann Runde beenden. Ah, okay, da kommt nur ein bisschen Verstärkung. Wollen wir die Verstärkung noch wegklatschen? Ich weiß nicht, ob das jetzt gerade nötig ist. Wir haben ja... Ja, Verstärkung. Wir haben ja nur Kernels mit, also... Und die, unsere Psi-Dame, aber... Die muss ja jetzt nicht wirklich aufleveln durch Kills. Die kriegt ja durch ihre... Ach, verdammt, falsch. Verklickt. Aber Gott sei Dank nur ein Schritt. So, dann ein Schritt weiter. Die levelt ja durch ihre Ausbildung und nicht durch Kills. Also sind sie alle hier drin. Wir haben es geschafft. Dann heben wir ab. Ich sehe jetzt keinen Sinn damit, noch jetzt hier die vier Verstärkungsleute zu holen, die hier noch ankommen. Also, wir haben es ja. Wir haben es ja geschafft. Warum kann ich nicht evakuieren? Hä? Warum... Evakuierung, nicht innerhalb der Evakuierungszone. Was? Okay, dann gehst du noch ein Schrittchen weiter. Ach, das ist jetzt auf einmal innerhalb der Evakuierungszone. Vielleicht war hier über euch der hier... Doch, ihr seid aber perfekt drüber. Also die Wand hier oben blockt euch nicht, die Decke. Seltsam, dass ihr nicht evakuieren könnt. Hä? Okay, geh einen Schritt weiter. What the hell? So, hier, aber mit dir kann ich nicht weitergehen, Julian. Wäre ganz angenehm, wenn du dich dort evakuieren könntest. Nee, kannst du nicht. Krass. Evakuierungszone ist eine Lüge. Eine große Lüge. Die Boys kommen da rausgehüpft. Das ist sehr schade für euch. Ihr habt den ganzen Weg umsonst auf euch genommen und euer Taxi ist gerade abgefahren. Na, das Ding geht gleich in Luft, Freunde. Viel Spaß. Ihr werdet nämlich dann einfach mit in die Luft, Luft gesprengt. Ja, ihr könnt nochmal schön ins Gebäude ranlaufen. Ein Traum. Ne? Oh, da kommen noch... Oh, sogar noch mehr. Oh. Angenehm. Ja, darf ich. Bitte. Spiel! Danke. So. Gut. Adieu. Freunde, viel Spaß mit der Einrichtung, ne? Wir haben ein paar Gummibärchen versteckt. Sucht sie doch. Ein paar verbrannte Gummibärchen. Erst rein. Ich finde, das sollte auch als Kill gelten, dass wir jetzt alle drei Feinde, die da noch rumgestanden haben, auch getötet haben. Das wäre zumindest ganz cool. Aber ja, makellose Mission. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen? Es läuft. Keine Auserwählten mehr, die uns nerven können. Irgendwie ein bisschen schade, aber... Na, er spart mir einiges. Dass uns diese Dissidenten in Angst versetzen. Ihr heutiger Sieg hat keine Bedeutung für die Geschichte. Er ist nur ein kleiner Stein auf dem Weg der Erlösung, den die Ältesten uns bereitet haben. Der Weg der Erlösung, ja, am Arsch. Am Arsch. So. Ladebildschirm. Du bist auch überraschend lange irgendwie. Was ist denn da los? Ist mein PC mit irgendwas beschäftigt? Nee, Rendern ist abgeschlossen. Ja, okay, jetzt aber. Zack dich. Irgendwer... Ach nee, ich wollte gerade fragen, ist irgendwer aufgelevelt, aber ich habe ja nur Kernels reingeschickt, also kann gar keiner aufleveln. Aber immerhin können sich ein paar Fähigkeitspunkte verdienen. Die müssen ja noch einige Soldaten ein bisschen mit weiteren Fähigkeiten versorgen. Oh, ihr seid auch müde. Zumindest geht eure Müdigkeit langsam hoch. Mit wem hast du denn hier Zusammenhalt? Mit gar keinem. Nicht kompatibel. Ist auch bitter. Okay. Keine Gegenstände geborgen. Ja, passiert. Um 3 reduziert. Wunderbar, um 3 reduziert. Ihre Fortschritte beim Avatar-Projekt wurden durch ihr Eingreifen zweifellos verlangsamt. Ja, das sehe ich auch so. Wir gucken mal ins Trainingszentrum und schauen, ob wir irgendwelche Fähigkeiten trainieren können. Von wem könnten wir denn Fähigkeiten trainieren? Wir können mal bei Bauski reingucken. Hm, die beiden hast du ja schon. Du könntest noch Bereichsschuss lernen. Wir schauen erstmal, welcher Soldat denn Soldatenpunkte hat. Du hast welche, aber 4 Stück sind nicht genug, um irgendwas zu reißen. Hat Sve welche? 3. 3 bringt auch nicht allzu viel. Hat ein Mox welche? 0. 0 ist natürlich auch nicht allzu gut.
Der Jute Papa hat auch keine. Der Jute ich selber hat auch keine. Der Jute Koda hat auch keine. Nö, das sieht nicht so aus, als hätten wir irgendwelche Soldaten, die da irgendwas reißen könnten. Bushi hat auch null. Obwohl, bei Bushi könnten wir mal ein paar Punkte investieren. Findet er nicht? Doch, ich glaube da... Psi-Gefängnis oder Geist. Geist finde ich interessant. Geist finde ich sehr, sehr interessant. Stößt einfach eine Konfrontation. Stärkung. Nee. Wollt getroffen. Ziel sind einfach zu treffen und erhöhen die Zielsicherheit des 15%. Ja. 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 Umkehren ist halt interessant. Positionstausch ist ebenfalls sehr interessant. Verbraucht ein Fokus. Verbraucht das dann auch zwei Aktionen oder nur eine? Das ist immer das Wichtigste bei sowas. Dass es Fokus verbraucht, ist nicht so wild. Aber verbraucht es zwei Aktionen, weil wenn ich mich dann mit dem Gegner tausche und da mitten in anderen Gegnern drin stehe, um einen großen Feind zu mir zu bewegen, kann ich Bushi dann da nicht mal wegbewegen? Oder habe ich dann noch eine... Ah, das ist interessant. Sehr, sehr interessant. Vielleicht weiß es ja der Jute Papa oder auch sonst jemand. Ich kann ja dann in die Kommentare schreiben. Dann warte ich damit erstmal noch, ob ich das wirklich ausgeben möchte. So, und mit Broski warten wir, denke ich, auch noch, bis deine Ausbildung komplett abgeschlossen ist. Du hast ja auch, du bist ja noch Major und Colonel, bist ja auch voll. Okay, ja. Dann warten wir damit noch. Mal gucken, was du sonst noch so für gute Sachen kriegst, denn ich finde unantastbar und unerbitterlich ist ziemlich gut. Das sind beides unglaublich gute Fähigkeiten. Wow. Da hast du ein bisschen mehr Glück als Papa. Gut. Naja, aber das schauen wir in der nächsten Folge. Wir sind ja auch schon wieder bei 31 Minuten. Wir können mal ganz kurz auf die Brücke schauen. Komm, wir haben gerade die Einrichtung weggemacht, dann schauen wir jetzt auch mal, wie das Avatar-Projekt hier dahin schwindet. Es gehört ja ein bisschen mit dazu. Ah, schön. Vorratslieferung. Ja, wir haben 1600 Vorräte rumliegen, aber wir haben nichts, was wir damit ausgeben könnten. Oh, warte doch, wir haben eine Forschung. Haben wir gerade eine Forschung am Laufen? Irgendwas? Ach, die Lyrium. Ja, verbesserte Kanonen annehmen. Jägerwaffen. Oh, oh ja. Forschung normal, Bau der Illyrium-Leitung. Aktuelle Forschung. Okay, nein, die möchten nicht abbrechen. Ja, dann, ich bin auch sehr zufrieden mit allem. Dann warten wir nochmal einen Tag, bis diese Forschung abgeschlossen ist. Und könnten uns ein paar Informationen holen. Das wäre vielleicht ganz angenehm. Wie gesagt, Vorräte können da erstmal liegen bleiben, die verschwinden ja nicht. Aber diese Informationen da oben verschwinden und die können wir ja gebrauchen, da wir relativ viel Kontakt herstellen. Und wir mit den Informationen tatsächlich einiges machen können. Ja, Bau der Lyrium-Leitung. Toll, Durchbruch. 1A. Jägerwaffen. Jawohl, die erforschen wir gerne. 2 Tage. Okay, das machen wir aber dann, denke ich mal, in der nächsten Folge. Und ich würde sagen, das war's hierfür. Hiermit. Mit dieser Folge. Was auch immer ich sagen will. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tüdelü.